Was war mir das peinlich? Meine Frau hatte mich gebeten, eine Überweisung für ein von ihr gekauftes Produkt vorzunehmen. Kein Problem, hatte ich versichert. Und dann habe ich es vergessen. Aufgefallen ist das Ganze, als die erste Mahnung ins Haus flatterte. Meine Frau stellte mich zur Rede und ich konnte nur sagen, es tut mir leid, das habe ich total vergessen. Dabei habe ich dir doch die Rechnung auf deinen Schreibtisch gelegt, hielt sie mir vor. Und im Verlaufe wurde es für mich nicht angenehmer, denn diese fand ich nach langer Suche tatsächlich unter einem riesigen Stapel von Papieren, die sich auf meinem Schreibtisch aufhäuften. Ich musste mir einiges anhören, und sie hatte vollkommen recht. Sie endete irgendwann mit den Worten, »Ich muss mich doch schließlich auf dich verlassen können.« Diese kleine Episode fiel mir ein, als mir der Impuls der Woche begegnete und den man im Gebetbuch der Bibel, den Psalmen, findet. Ziemlich in der Mitte begegnet uns in Psalm 66 folgendes Wort im Vers 20. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Wenn ich also Gott etwas anvertraue, dann geht er anders damit um, als ich mit der Rechnung meiner Frau. Und es geht noch weiter. Weil der Beter das erfahren hat, bringt er hier seinen Dank zum Ausdruck, nicht nur für die Erhörung seiner Gebete, sondern auch für die beständige Güte Gottes, die unabhängig von den Umständen konstant bleibt. Es geht um die bedingungslose Güte Gottes. Diese Güte ist kein flüchtiges Geschenk, das aufgrund von Missverhalten entzogen wird, sondern eine ständige Präsenz, die Trost, Hoffnung und Orientierung bietet. In Zeiten der Not kann diese Gewissheit eine Quelle tiefen Friedens sein und dem Glaubenden die Kraft geben, denn genau das brauchen wir Menschen ja, so wie meine Frau es auch ausdrückte, wir brauchen Verlässlichkeit in unserem Leben. Oder anders ausgedrückt, eine Konstante. Genau das garantiert unser Gott. Seine Güte ist nicht heute da und morgen dort, sondern sie ist stetig und immer uns zugewandt. An anderer Stelle in der Bibel heißt es einmal, auch wenn wir untreu sind, ist er treu. Und das trotz all unserer Unzulänglichkeiten und auch in Zeiten, in denen wir uns von Gott entfernen, ihn enttäuschen, vor ihm weglaufen oder schlichtweg ungehorsam sind. Die Erwähnung, dass Gott unser Gebet nicht verwirft, spricht von einer göttlichen Geduld und Offenheit gegenüber der menschlichen Kommunikation. Es impliziert, dass jedes aufrichtige Gebet Wert hat und gehört wird, unabhängig von der Form oder den Worten, die wir verwenden. Gott ist demnach immer bereit zu hören, was im Herzen seiner Kinder los ist. Ich brauche mich also weder zu verbiegen, zu heucheln, fromm zu spielen oder geschwollene Worte zu finden. Ich kann so sprechen, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Gott hört und er hört zu. Der Wochenimpuls lädt dazu ein, über die Natur des Gebets und der Beziehung zwischen Gott und Mensch neu nachzudenken. Es erinnert uns daran, dass das Gebet nicht nur eine Bitte um Hilfe oder ein Ausdruck von Dankbarkeit ist, sondern auch ein Akt des Glaubens, der bestätigt, dass Gott immer zuhört und bereit ist, in Liebe und Güte zu antworten. Abschließend fordert dieser Vers uns auf, Gott für seine unendliche Güte und die Bereitschaft, niemals von seinen Kindern sich abzuwenden, zu loben. Keiner, der sich an Gott wendet, sollte vergessen, nachher ihm auch zu danken, wenn er erlebt hat, dass Gott ihn nicht nur hört, sondern auch erhört. Guter und treuer Gott, ich danke dir für deine Treue und Güte, auf die ich mich immer verlassen kann. Du ziehst deine Hand nicht von mir ab, und wenn ich mich an dich wende, dann hörst du mich. Es gibt nichts, was ich dir nicht sagen könnte, und du nimmst mich ernst. Dafür lobe und preise ich dich. Du bist die Anlaufstelle meines Lebens. Danke. Amen.